So Leute, jetzt fangen wir an mit sofort zunehmen und Muskeln aufbauen und 5 Tipps, ich habe erstmal 5 Tipps hingeschrieben, das können auch 10 werden, ich bin ja immer ziemlich unstrukturiert, wie du das sofort erreichen kannst. Also, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Philipp Baum und auf meinem Kanal beschäftige ich mich, wie soll das auch anders sein, mit dem Thema Zunehmen und du bekommst bei mir Tipps, Tricks rund ums Thema Zunehmen, Ernährung, Sport und so weiter. Schau also auch gleich mal unterhalb in den Kommentaren vorbei, schreib doch ruhig rein, was du sehen möchtest, was dir vielleicht nicht so gut gefallen hat und so weiter. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Wichtiger Punkt, unterhalb alles verlinkt. Alles, was du suchst, ja? Alles, wirklich alles, was du suchst. Ihr wollt eine Facebook-Gruppe, habe ich unterhalb für euch. Eine WhatsApp-Gruppe zum Austauschen, ist unterhalb. Tipps und Tricks zum Runterladen, ist unterhalb. Ein kostenloses Workbook, ist unterhalb. Schau also mal vorbei. Sofort zunehmen und Muskeln aufbauen. Ich finde es richtig cool, dass du auf dieses Video draufgeklickt hast, weil es mir zeigt, dass du doch jetzt anfangen möchtest und nicht erst morgen. Das ist nämlich das größte Problem, was die Leute da draußen haben und ich kenne es ja bei mir selber auch. Ich mache das lieber morgen und morgen ist auch noch Zeit und ich gucke jetzt lieber noch ein bisschen YouTube oder Fernsehen und treffe mich noch mit Freunden und dann fange ich morgen an. Dann funktioniert das Ganze leider nicht. Wir kennen es alle, morgen machen wir es dann nämlich auch nicht. Also, sofort anfangen, jetzt anfangen. Ich sag dir jetzt, was du direkt nach dem Video machst, okay? Direkt nach dem Video sicherst du dir erstmal das Workbook. Spaß beiseite. Was machst du sofort nach diesem Video? Du gehst einkaufen. Geh einfach einkaufen. Aktuell geht's ja noch. Ich weiß nicht, wann das Video hochgeladen wird. Vielleicht geht's dann schon nicht mehr. Aktuell geht's noch. Das heißt, für dich, nehme jetzt ein paar Tipps mit und dann gehst du einkaufen. Und zwar kaufst du ein. Alles, was du nicht im Kühlschrank hast, was du aber magst. Verstehst du? Das heißt, wir essen dann am liebsten das, was wir wirklich mögen. Oftmals tigern wir aber abends im Kühlschrank und sagen, oh, ich habe noch ein bisschen Hunger und so weiter. Und machen den auf und finden jetzt kein Kinderpinguin, obwohl wir gerade Bock drauf haben. Und dann ist es total deprimiert und wir gehen lieber ohne was zu essen ins Bett. Jetzt stell dir mal vor, du hättest die 200 Kalorien noch reingefahren. Das wird auch super gewesen. Also, geh auf jeden Fall nachher direkt mal einkaufen und kauf Nüsse, kauf auch ruhig was Süßes. Wirklich, kauf es einfach. Dann gehst du heute sofort noch nach diesem Video hin und ziehst dir Trainingsvideos rein. Überleg mal, was du vielleicht für einen Sport machen könntest, falls du noch keinen hast und wie du ihn vielleicht ergänzen könntest. Denn Sport ist auch ein riesengroßes Thema beim Thema Zunehmen. Wenn du zunehmen möchtest, musst du deinem Körper genügend Anreize geben, zuzunehmen. Klar, du kannst auch einfach fett werden. Das funktioniert auch super. Heißt für dich, du brauchst einfach nur einen Kalorienüberschuss und dann wirst du fett. Willst du aber wahrscheinlich nicht werden. Ich kenne das von mir selber auch. Wir wollen nicht einfach fett werden. Und du brauchst ja auch nicht selber einreden, dass dir einfach fett werden glücklich machen würde. Das macht es nicht. Heißt für dich, du brauchst etwas, was das Ganze irgendwo ein bisschen hinlenkt. Ja, die Mädels unter uns, die wollen irgendwie ein bisschen mehr Po haben, ein bisschen mehr Brust haben und so weiter. Und das kannst du steuern durchs Thema Training. Klar, nur bedingt. Es ist trotzdem irgendwo ein bisschen schwierig. Du musst also gleichzeitig zunehmen und trainieren. Trotz alledem kannst du so ein bisschen lenken. Heißt für dich, was kannst du sofort umsetzen, um sofort anfangen zu können mit Zunehmen und Muskelaufbau, ist, melde dich zum Beispiel, wenn du noch nichts damit zu tun hast, im Fitnessstudio an. Aktuell geht es nicht. Also kauf dir zum Beispiel, das hatte ich hier auch noch nie, ja. Kauf dir zum Beispiel ein Terraband. Damit trainiere ich momentan, Leute. Da gehe ich hin, ja. Klar, ich habe noch eine SZ-Stange zu Hause und 2 Kurzhanteln und so weiter, damit mache ich auch viel. Aber auch so ein Terraband kostet unter 10 Euro. Ihr könnt damit super Bizeps trainieren zum Beispiel, ihr könnt damit auch den Trizeps trainieren, ihr könnt damit Seitheben, ihr könnt damit alles machen. Kostet 10 Euro, ist ganz oft irgendwo verlinkt bei mir. Schau einfach vorbei, damit kannst du sofort anfangen. Ein weiterer Tipp ist, Ausreden finden hatten wir glaube ich schon, oder? Ansonsten Ausreden finden wir oft damit, es bringt dir nichts, irgendwelche Ausreden zu finden. Neuer nächster Tipp ist auf jeden Fall, tausch dich mit Leuten aus und du musst eine Art Commitment abschließen. Nicht unbedingt nur mit dir selber, das bringt es auch schon in vielen Fällen, oder bringt es auch schon oft, ja. Aber geh doch lieber hin und erzähl deinem besten Freund, deiner besten Freundin, deiner Mama, deinem Papa, egal wem, ja, erzähl ihm doch, ey, ich möchte ab jetzt zunehmen. Ich möchte ab sofort stärker werden, Muskeln aufbauen. Schließ also ein Commitment ab mit Leuten, die du ungern enttäuschen möchtest. Ja, in meinem Fall wäre es zum Beispiel jetzt meine Freundin. Wenn ich dir jetzt erzähle, ey, in 2 Jahren möchte ich mit dir einfach ein komplettes Jahr auswandern und ich tue jetzt schon ganz viel dafür, mir Geld zu verdienen und irgendwas aufzubauen, was ich auch von irgendwo anders steuern kann und so weiter, dann ist es doch total deprimierend, wenn ich in 2 Jahren hinkomme und sage, ja, weißt du, ich wollte ja, aber hat er keine Zeit. Das ist halt Bullshit, Leute. Heißt, schließ ein Commitment mit Leuten ab, die du nicht enttäuschen möchtest, wie zum Beispiel deine Freundin, dein Freund, wie auch immer, ja? Sag, ey, ich will jetzt was ändern, ich möchte meine Ernährung jetzt umstellen, ich möchte jetzt was fürs Zunehmen tun und dann bist du auch viel mehr gewollt, das auch wirklich zu tun. Das ist wie, du hast einen Arbeitsvertrag oder du bist selbstständig. Wenn du einen Arbeitsvertrag hast und du musst 40 Stunden arbeiten, dann gehst du da auch hin, obwohl du wenig Lust hast. Wenn du aber selbstständig bist, dann kann es auch schon mal sein, dass du sagst, oh, heute bleib ich auch mal liegen.
Versteht ihr, was ich meine? Ja? Also schließ auf jeden Fall ein Commitment in irgendeine Richtung ab, damit du es schneller und besser umsetzt und es auch wirklich tust. Dann noch ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Und das ist auch ein richtiger cooler Tipp, den ich wirklich gerne empfehle und der wirklich was funktioniert, der wirklich was bringt, ist, fang mit Snacks an. Die wenigsten Leute von euch da draußen essen und trinken wirklich zwischendurch. Es kostet kaum was, es ist schnell gemacht, es ist cool für unterwegs und so weiter. Ein Riegel, ein Shake, was gibt's noch? Irgendwelche Gels und Proteinriegel und weiß ich nicht was. Ja, Leute, ja, ist das auch irgendwo ein Stück weit Aufwand, aber es bringt was für zwischendurch, okay? Ihr müsst aufpassen, dass es nichts ersetzt, aber ihr könnt damit ein paar coole Kalorien extra bekommen. Wichtig, wie gesagt, ersetzt damit keine Mahlzeit. So, das waren ein paar coole Tipps, die ich dir heute mitgeben wollte. Ihr seht, ich bin immer noch nicht ready. Das heißt, ich chill hier einfach mit Jogginghose, T-Shirt und einer Mütze. Chill ich hier, schneide meine Videos, mach alles und so. Und ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht böse. Unterhalb ist alles verlinkt. Schau auch in den alten, neuen Videos vorbei. Schau in der WhatsApp-Gruppe, in der Facebook-Gruppe vorbei. Schau im Workbook vorbei. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Kommentieren, abonnieren, wie auch immer. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, dass es jetzt umsetzt. Ich wünsche dir einen schönen Tag, einen sonnigen Tag. Mach's gut. Bis dahin. Euer Deep down, I know I'm a fighter. Deep down, I know my desires. Everybody thinks that I'm just a liar. They don't know what I got inside ya. I'm the one to fight fire with fire. I'm the type who never lets me get tired. Mess with me and they never will find ya. Yeah, people tell me I won't get it. They don't know me cause I'm cold winning. Always in the ninth, I close innings. Always in my mind, don't know quit.